Indition Dratnorn verteidigt sich vor dem Konzil der Zeit gegen Vorwürfe bezüglich der Natesh und der ewigen Enklave. Er argumentiert, dass nicht die Natesh das Böse, Reava, erweckten, sondern die Enklave selbst, die nach mehr Macht strebte und ganze Welten auslöschte. Die Natesh versuchten nur ihren Platz zu finden. Indition prangert die Heuchelei und Inaktivität des Konzils an. Sie richteten nur über andere, um die eigenen Taten zu vertuschen. Wenn sich das Universum neu erschaffen sollte, gäbe es keine Rettung außer mitzumachen. Er droht dem Konzil, ihre Existenz aus seiner Chronik zu löschen, sollten sie die seinen weiter belästigen. Gemeinsam mit Liv verlässt er den Ort durch ein plötzlich materialisierendes Raumschiff.